Servus, Dieters Wälder Podcast. Spannende Geschichte von besonderer Leute. Servus, ich bin's, der Dieter. Heute geht mein Reis Richtung Großdorf und Kleinaubruck links i, rechts ue. Und dort steht das berühmt-berüchtigte Hasar-Pub. Dort ist schon daheim der Matthias, Matthias Meusburger. Und bei dem bin ich heute zu Gast zum Znünger Reas. Ein Haufen Kerl stautet nach wie vor noch ums Haus um mich, aber auch schon Schäserweigeli. Und da freut es mich jetzt ganz fest, was uns Matthias alles zum Erzählen hat von seiner Kindheit, Jugend, von seinen Abenteuern und das, was er noch vorhat. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit mir und dem Hasar Matthias. Servus Matthias, jetzt ist es soweit und zwar eine Reise vom Vorderwälder über ein Jahr dann umher ins Großdorf gekommen. Und heute bin ich daheim bei Hasar Matthias. So kennt man dich, glaube ich, als Hasar. Kannst du mir ganz kurz mal erklären, Hasar, wie kommt es zu dem? Ja, ist eigentlich eine einfache Geschichte, weil da, wo wir jetzt sind, das ist spezieller Hasen. Okay. Und da ist der Hausname entstanden, Hasar. Also die Parzelle, alle, die in der Parzelle wohnen, der hat Hasar heißen. Ja, man hat ja noch mal so gesehen. Oder? Und ja, darum ist der Spitzname eigentlich vorher auch schon da gewesen. Ja. Und da das sieht man halt Hasar. Ja. Aber das heißt, die ganze Family ist betitelt worden mit dem Hasar-Titel oder ist der eher bei dir hängen geblieben? Ja, ich muss sagen, meine Geschwister sind eigentlich alle vorgezogen. Ich weiß nicht, hätte es nicht will, dass man einen Hasar sieht oder was da. Aber als wäre er noch auch zu. Halt, man hätte sie auch gesehen, aber wie gesagt, die sind schon lange das nicht mehr Recht da. Das Recht des Hasars wäre noch zugestanden. So ist es, ja. Aber ich glaube, sie hätten es nicht will, darum sind sie fort. Also das heißt, wie viele Geschwister hast du? Wir sind zum Fünften. Zum Fünften? Ja. Und die sind alle mit dann auch schon ausgezogen oder halt fort von da, oder? Ja, die sind schon lange fort. Ja. In welche Richtung hat es die getrieben? Ja, es geht mir überall an. Also die nächste ist im Fischbad aus. Ja. Dann der Bruder des Götzis, der ist auch Zohenems. Und bei der Schwester weiß ich nicht genau, dann Griechenland und dann wieder dort. Also ein Weltenbummler. Ja, ja, ja. Und wie sieht das bei dir aus, Weltenbummler? Ja, nicht ganz so. Ich bin dann schon am liebsten daheim, muss ich sagen. Wobei so eine Reise, man ist dann noch einmal nach Schottland gegangen oder so. Ja. Sage ich auch nicht nein, aber so kommst du dann doch wieder das Schönste. Du, von dem wir daheim sind, erzähl ich die Kindheit in Hasen. Also wenn ich da jetzt um mich gucke, ich meine, du siehst ja wunderbar gelingen, wir hocken bei dir in der Küche, also eine Sicht, der hat schon Sonne, her hat schon Schatten. Ja, es tut auch momentan weh, dass die Länge noch also so viel vor die Sonne kriegen, oder? Aber ja, kann man nichts ändern. Das kannst du nicht ändern, aber im Sommer hast du für mehr Sonne. Ein bisschen länger, da kann ich dann wieder um mich gitzeln, wenn sie im Schatten hocken. Also im Prinzip ist es wirklich, da gesagt, der Hasenlader her, den man da sind ein paar einzelne Nachbarn, aber sonst ist einfach nichts. Wie ist deine Kindheit da her? Ja, natürlich wunderschön. Oder? Man hat allerhand erlebt und man hat dafür gesorgt, das sind, wie du siehst, keine Nachbarn da, aber ja, nicht gerade in der Nähe. Und ja, mit dem, dass Geschwister in dem Zeitlich gegangen sind, ja, ich denke, muss man jetzt ansehen, dass man nicht der Lu ist. Dann hat halt das diese Sage. Ja. Da kam dann die Idee von der Hasar-Pub-Geschichte. Aber bevor man vielleicht zu der kommt, in der Schule, du bist in die Decke abgegangen. Ja. Ja. Wie ist das Verhältnis gesehen, wenn man da als Großdorfer Bübel abgeht? Hat man euch gefoppert oder hat man euch schon ja, Großdorf weg? Ja, nein, also wir haben einen guten Trupp gehabt. Wir haben die Züste noch grob foppern müssen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir sind denen gesehen, aber wir haben dort schon gut zusammengeholfen. Das ist eine schöne Zeit. Aber das heißt schon, Großdorfer, wenn sie auch sind, das sind schon ein bisschen so ein Klicki gesehen, sozusagen. Ja, also ich muss sagen, dort sind wir ein guter Trupp gesehen. Oder? Ja, Das hat man dann auch gut gemerkt, wo man in der Wienwoche ist, hat man können eine Klasse machen, die da geblieben ist. Weil unsere Truppe hat natürlich den Stefans Dom nicht gehen dürfen. Anschauen. Ja, was hat das für Gründe gehabt? Hat er gesagt, ihr glaubt nicht an Gott, oder was? Ja, wahrscheinlich ist es das gewesen. Ja, ich glaube, dort haben sie dann wieder den Dorffahrer einfach ein bisschen vorbeilang wollen, ja. Also trotz, dass man gesagt hat, Wienwoche geht jetzt für alle. Nein, also dort hat man, ja, also ich glaube, 8 Dorffahrer sind daheim. Ja, nicht gerade so erwischt, oder? Die müssen daheim bleiben, ja. Also daheim bleiben wirklich oder in der Schule sind Strafdienst abhocken? Ja, uns hat man auch eine Klasse gemacht. Ja, also wir haben schon mal in die Schule gegangen. Das ist schön, ja. So. Du, was gibt es sonst in der Schule für Geschichte, was dich noch daran erinnerst?
gehen. Ja, das Hurgang ist allemal schön gewesen. Und süß, ja, Geschichte, wenn ich zurückdenke. Ja, wir haben halt in der Schule, ja, ich glaube, die Lehrer haben es nicht einfach gehabt, aber sie werden es auch heute nicht einfach gehabt. Oder? Wir sind, wie gesagt, der Clique gewesen, wo man alle Züge angestellt hat. Oder? Aber ja. Also man kann sagen, Spitzbubertechnik klingt angewendet in der Volksschule oder Hauptschule. Hauptschule. Ja. Das ist sicher so gewesen, ja. Aber das prägt ja einen wahrscheinlich auch. Ich meine, ihr habt aus der Schule dann raus und dann ist es Richtung Berufswunsch gegangen. Bist du dort dann in Richtung Mechaniker? Mechaniker, ja. War das von Anfang an für dich klar, zum sagen, du, ich will mein Auto schrauben oder hättest andere Ideen auch noch gehabt zum Lernen? Nein, also das ist mit dem, dass wir in der Hauptschulzeit unserer Clique hat jeder schon am Moped gekommen, ich weiß nicht, damals heute noch Säge, oder? Und mir hat man dann in der 4. Klasse Hauptschule habe ich dann auch noch ein Golf geschenkt gekriegt und einen Käfer und dann hat man dann ein Auto daheim schon gebastelt, also ist es ganz klar gewesen, dass man in die Richtung Automechaniker geht. Also Bus bastelt oder gefahren, klingt am Vorhof auf und ab. Halt, auf dem Vorhof, ja, wie man schon sieht, auf dem morgenen Boden auf und ab ist man gefahren, ja. Gut, ich kann mich an meine Jugend, das gefällt mir erinnern, da ist das so, also ich hatte ein Auto gehabt, aber ich bin dann auch mal in Müll holen gegangen mit Mamas Auto, regelmäßig zum Nordpur, wenn das Wetter natürlich ruhig ist, aber das war natürlich auch der eigene Hof, gewesen, also zwei Kilometer der. Ja. Und er hat natürlich den Vorteil gehabt, wo ich dann Führerschein, Prüfung gehabt habe, beziehungsweise eine Fahrstunde gehabt habe, habe ich 4 Fahrstunden bin ich durchgesungen. Das ist natürlich auch frei, ja. Ja, man hat den schon jungen hier und da müssen den Gendarm mal erklären, dass der Hof ein bisschen weiter geht, als man denkt hat, aber man ist dann auch was geworden. Aber ich denke, dass du genug Argumentationen gehabt hast, um ihnen das erklären, dass das plausibel ist. Ja, hier und da bin ich fast angestanden, aber das hat dann schon getan, ja. Aber das ist ja das Wichtige, dass dort lernst du ja so wirklich richtig zu argumentieren, gell? Dass im Prinzip die Konsequenz eher spärlich ausfällt. Oder? Das hat man sicher auch gelernt, ja. Aber das sind Dinge Geschwister, die auch relativ motiviert gesungen und frech unterwegs gesungen, oder ist das Amt jetzt eher bloß dir geblieben? Ich glaube, das haben sie mir gegeben, weil wenn ich sage, ich habe Geschwister gefragt, alle viel, hoi. Wer? Und ja, wie gesagt, ich bin mal mit dem Bruder im Falken gehockt, dann ist aufs Klo gegangen und dann hat er zu mir gesagt, was hast du eigentlich da, Frau, noch dabei? Natürlich lacht der Bruder und der, hoi, ja, wir sind auch nicht gleich. Er ist halt der ruhige Typ, ja. Er ist der ruhige Typ. Ja gut, das ist schon so, in Familien hat jeder verschiedene Rollen und nicht einmal, wenn sie sagen, das sind Geschwister, der sagen, ja, dort hätte ich mich verschätzt, weil die einfach von Charakteren auf dem Aussehen total anders sind. So ist es, ja. Du hast dann die Lehre gemacht? Oh, das Code und Neue hat so. Beim Neuer hast du das gemacht, ja. Bei Schorsch. Ja gut, dann hast du Porsche fahren dürfen auch. Porsche? Ja, nein, mit dem Porsche. Nein, mit dem Porsche hat man nicht fahren. Das ist nicht gegangen. Wer hat so unten im Haus gesehen? Ein Ferrari da. Der Porsche hat da gerade auf die letzte Jahre eine Hütung, ja. Also aber im Ferrari, der Kind, ja. Das hat es ja nicht auch zur Not. Oder? Ja, das hat sicher auch getan, aber ja, gut, das hat man nicht fahren lang, ja. Ja. Und dann ist die Geschichte weitergegangen. Dann hast du die Lehre gemacht und dann, wie ist es zu dem Kurs für alle, die es nicht wissen? Ich meine, der Hasar Matthias ist im Prinzip auch der Kapitän vom Hasar-Pub. Das Legendäre kann man sagen, weil da hat man schon einiges gehört, beziehungsweise schon extrem viel Aktionen in die Welt gerufen, wo echt einzigartig wird, würde ich sagen. Aber die Idee, ist die von dir gekommen, zum sagen, jetzt machen wir da einen Hasar-Pub oder machen wir im Prinzip einen Inkierbudi oder was? Wie ist das entstanden? Ja, es ist eigentlich, kommen wir eh schon wieder zurück auf die Hauptschule. Wir haben früh angefangen und als wir es halt direkt an den Jugendraum gehen, haben wir da dummer einen alten Stadler ein bisschen umbauen und haben gesagt, gut, wir machen da dumme eine Art einen Stadel, wo wir hier hocken können. Oder? Ja. Und der Englischlehrer hat gesagt, so, jetzt höre ich auf, der am Stadel reden, wenn er schon jetzt macht, dann muss es Englisch werden. Oder? Und darum sind wir einfach auf Pub gekommen, der Hasar-Pub. Also muss ich sagen, das hat der Englischlehrer gesagt. Und dann ist halt das entstanden. Wir sind da eben groß, etliche Kollegen schon, guter Zusammenhang, dort schon ein paar Kerl, die älter sind, sind oder jünger. Ja. Und dann ist da das, ist dann das entstanden. Und dann hat man halt dort die Festle gemacht. Und dann zumal haben wir dann halt angefangen mit der Salzsäuerei,
Weil da früher hat es doch noch einiges Altzüge gegeben, wo man dann gegangen ist. Also das ist quasi die erste Aktion gewesen? Also ja, auf alle Fälle, weil wir haben die ersten 3 Jahre haben wir nicht dürfen als Altzüge selbst machen, weil wir kein Verein gewesen sind. Und dann haben wir mit den Stockschützen direkt unten, ja, haben wir gesagt, gut, wir machen es miteinander zu uns und den Verein und haben mit denen dann angefangen, die Altzüge zu machen. Ja. Und wie lange ist das, wie viele Monate das gemacht hat? Ja, ganz fix kann ich es nicht mehr sagen. Immer, wir haben jetzt 4, 5 Salzüge haben wir miteinander gemacht. Und dann sind wir dann eh dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen den Verein. Und dort denke ich auch heute halt wieder, es ist unser Verein. Erstens kannst du auf jeden verlangen, aber es ist auch aus dem entstanden. Wenn du heute einen Verein hast, ich tue keiner mehr zu, wie bei anderen Vereinen auch. Aber dann gehst du dazu. Kennst nicht alle Leute. Oder? Und wir haben eigentlich aus dem Kollegenkreis einen Verein gegründet, oder? Also sind wir dort schon abgestimmt gewesen. Halt nicht, dass wir nicht hintereinander kommen hier und da, aber das ist natürlich schon ein Vorteil gewesen und da haben wir dann den Verein gegründet. Oder? Ja, und dann hat es dann auch angefangen, zum, wo man gesagt hat, wenn der Verein geht und dann auch hat mal so Aktionen bzw. Festlich gemacht hat, oder? Ja. Hasar-Pub. Also eher alle unter euch gewesen. Nein, wir haben dann noch Festli, ja, wir hatten schon kleine Festli da drum gemacht, oder? Aber dann haben wir natürlich eigene Salzüge gemacht, oder? Und wie es überall ist, die einen gewinnen, werden alle besser, und spontan tun kann ich mich mit, oder? Und das ist dann zumal ist die Luft husser gewesen, oder? Ja. Wir haben zwar das Glück gehabt, es hat den Feuerwehrmusik und so, haben dann auch noch, aber schlussendlich auf der Veranstaltung sind Teilnehmer gewesen, und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal jetzt Neues ausprobieren, oder? Mhm. Und dann zumal sind wir halt da zusammengehockt und dann hat man hin und her diskutiert. Man macht das Offenkistenrennen. Und dann habe ich gesagt, ah, dann muss jeder auch wieder eine Offenkiste bauen. Man könnte ein Bobbycar-Rennen machen, weil die kann man günstig kaufen. Mitunter haben viele auch daheim stehen. Und das war dann die Geschichte mit der Bobbycar, also wo man wirklich sagen kann, dieses Bobbycar-Boom oder diese Szene, da haben wir wirklich jetzt angezehrt, wo natürlich genial gewesen ist. Ne? Hätte ich jetzt mal von außen so gesehen. Ja, ich muss auch sagen, mit denen haben wir selber nicht gerechnet, weil wenn ich zurückdenke, das ist das Erste, wo man gesagt hat, wir machen ein größeres Fest, das ist Salzüge, aber ich habe Gemeindetunnel angesucht für ein Zelt mit, ich glaube, das Gemeindezelt mit 300 Leuten, 100 Teilnehmern. Oder? Ja. Aber dort muss ich auch sagen, heute war unser Vorteil mit der Trainingsfahrt von diesem Club voller weg, wo für 70 Fälle gefahren sind. Ja. Die sind eine Woche, aber das ist doch nicht knapp gewesen. Eine Woche vorher ist das, glaube ich, gewesen. Und dann sind es natürlich dann die Gendarmen gekommen und alles gefilmt gekommen. Und dann ist es rumgegangen. Dann hat natürlich voll.at hat das Video gegeben und dann, ja, dann haben uns eine gute Werbung gemacht. Jetzt sage ich heute nicht Angst. Ja. Und dann hat es ja auch gegeben, wo das noch machen wollte, dass du durch den Rheintunnel gefahren bist, oder? Ja, das ist ein paar Jahre später gewesen. Ist das, das ist später gewesen, das oder? Ist ein paar Jahre später gewesen. Wo man den auch irgendwie hat, den Rheintunnel, dass der... Der Rheintunnel, ja. Also ich weiß nicht, wer das bis heute noch nicht zusammen drauf kam, wer es eigentlich Sinn ist, aber... Wer weiß, sie haben am Lauf, ja, seine Werbung ist das Negative gegangen, aber es ist doch wieder eine Schlagzeile. Es ist eine Schlagzeile. Und dann hat er eigentlich das Bobbycar-Rennen gemacht. Und wo ist das denn abgegangen? Ich habe nie die Bilder dann auch gesehen, also das ist ja wirklich heiß dahingegangen. Ne? Das ist so richtig. Ja, da kann ich sagen, unser Hausberg, also wenn du wie ein Strüssel schaust, ja, da der Klaratzberg. Also ja, direkt da drüben haben wir das, die Veranstaltung gemacht, ja. Halt wirklich alles ums Haus herum, kann man sagen. Ja, das ist mir nicht weit gegangen. Also kann man zur Natur laufen. Das eure Pappe morgen auf dem eigenen Grund. Die Autos kannst du morgen einen Grund ausfahren und ja, ins Bobbycar-Rennen machen. Also das hat natürlich wieder diesen Vorteil, wenn man ein bisschen abgeschieden ist und wirklich ja, für so Sachen Geschichte oder Zeiten nicht kann. Ja. Ja. Wie entsteht die Idee? Das darf mich jetzt interessieren. Bist du da irgendwann einmal zu nahe hochlaufen und sagst, jetzt hast du eine Idee, da hocken wir alle mal zusammen. Dann im Zuge des Zusammenhockens fallen dir die kreativen Geschichten. Ja, eigentlich ja im Zuge vom Zusammenhocken und wahrscheinlich meistens nicht die ersten 2 Stunden, sondern eh in der Gegend der Morgen. Wobei, also jetzt die Menschenkette, das ist ganz gelungen gewesen. Wir haben beim Bobbycar-Rennen müssen aufräumen am Sonntag zu Abend und dann haben wir auf 50 Meter herum halt ein paar Leute aufgestellt, zum alles geschwind um die Hand langern.
Und dort haben wir dann den Fug gehört, ja, Herrgott, die ist eine Menschenkette. Und dann hat man dann mal gesagt, ja, und auf die vierte Studie eine Menschenkette, wie lange hat da eine Welt alle, bis es dumm ist? Da haben wir diskutiert, der hat gesagt, ja, viel länger als ich mit laufen. Und die Diskussion hat halt nicht aufgehört. Und ich bin dann die nächste Woche einmal wieder nachgesehen und dann habe ich gedacht, eigentlich wäre jetzt doch das eine Veranstaltung, wo man tun könnte, mal eine Welt alle auf die vierte Studie eingehen. So, das ist das Projekt X entstanden. Ja, genau, von der einen Veranstaltung eigentlich auf die nächste Veranstaltung. Ja. Und das ist ja wirklich auch ein soziales Projekt gewesen, oder? Was sie da unterstützt haben. Oder? Ja. Und ich meine, du musst erst auf diese Idee kommen. Weil der Le wirklich auf Handlanger mit Menschenkette dort auf der Studie zum Einbringen. Erzähl mir, wie ist denn das ausgegangen? Wie lange hat jetzt das Wälderle wirklich gehabt, bis das dann gesehen ist? Ja, das ist ja Zeit, was ich nicht mehr genau, aber es ist natürlich auch eine Wertegeschichte gewesen. Wir haben natürlich 3 Tage lang, es ist im August gewesen, 3 Tage lang Zelte aufgestellt, haben fast einen Sonnenstein und Haus und an dem Tag, sind wir am Morgen reingekommen, hat Schnee gehabt, das ist ehrlich. Dann ja. Also wirklich Schnee, es ist sogar auf dem Zelt Schnee gewesen. Da haben wir natürlich zuerst einmal all die Letzte angezogen, was tut man. Dann haben wir dann kurz entschlossen gesagt, passt, wir machen jetzt die Menschenkette von 100 bis Schertrick Bergstation und von dort weg nehmen wir Bergläufer, weil das wäre viel zu gefährlich gewesen. Ja. Und ich werde dann aufs Kreuz gekommen und das ist gerade schön gewesen, es sind ein paar Elbläufer in Nordpuralpen, sind in Gummistiefeln dumm gestanden, aber es hat wirklich 15, es hat die Schnee gehabt und man hat halt das der Menschen das Beste gemacht. Also das sind viele Leute gekommen, es ist jetzt zusammengekommen und im Nachhinein, ja, das Wetter kannst du nichts machen. Naja, das ist halt, wenn du die Veranstaltung machst, auf den Punkt, das haben wir vorhin auch schon geredet gehabt, du hast dann wirklich diese 2 oder 3 oder 5 Stunden, du hast hunderte von Stunden Vorbereitung. In diesen 5 Stunden muss es funktionieren. Soll es funktionieren. Und wenn das Wetter gerade unten einen Hund einhat, und das ist bei uns halt flexibel, oder? Muss man sagen, das ist, ja. Dann kannst du auch sagen, dann musst du wirklich aus dem Münster das Beste machen. Ich glaube, das ist auch die Motivation, die man mitgegeben kann. Nicht den Kopf hängen lassen, weil sonst hätte das schon viel mehr den Kopf hängen lassen müssen. Ja, das ist sicher. Ja, ja, aber es ist auch der Ehrgeiz, wenn du nachher Schlätzwetter hast. Oder? Wir haben das Projekt X nachher 6 Jahre später nochmal probiert, weil man denkt, das kann es nicht Sinn, dass man es nicht herbringt. Ja. Und der Zeit hat das den Werk sogar weggenommen und jetzt haben wir natürlich nicht mehr auf die 4. Stunde da den Werk können. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann probieren wir es auf die 3. Stunde. Oder? Ja. Kommen wir auf der nächsten. Ja, das ist halt ein Versuch und es geht ja wirklich weiter. Da sind wirklich regelmäßig dran an Ideen umsetzen. Ich glaube, das Letzte ist schon diese Osterbuch-Geschichte. Es ist, glaube ich, das E-Werk nicht mehr gibt. Da haben wir dann auch weiterentwickelt und ich glaube, bis der Corona-Stopp gekommen ist. Das war ja auch eine Sensation. Ein Großdorf-Ausnahmezustand. Ja, schon fast. Ja, aber ich muss sagen, bei der Osterbuch-Geschichte ist das ist da mit Tönki gewesen. Also ich muss sagen, so eine Veranstaltung weiterführen, das E-Werk hat es nicht mehr gegeben und mir hat dann bloß einmal vom Verein angerufen, der Vize, er hat gesagt, du, was ist im Osterbock? Der könnte man ja auch machen. Sag ich, ja, jetzt, was du siehst, dass man nicht drauf ist. Und dann haben wir natürlich geschwind gesagt, also dann noch zur Gemeinde gegangen. Gemeinde hat auch gesagt, ja, es passt, wenn man das und das hinhebt. Ja. Ist doch nicht alle zu einfach, wenn du im Großdorf eine Veranstaltung mit 1200 Leuten machst. Oder? Ja, das ist, ja gut, du hörst natürlich jede Menge Parkplätze im Großdorf. Das ja, geht das geht 8 ganz gut. Der 10 ja offizielle Hersteller. Ja. Ja, ja. Und ja, von dem her. Ja, alle wäre spannend. Gell? Wenn wir das machen können. Du, ich meine, das habe ich auch, so habe ich dich auch kennengelernt. Du bist ein Mann, ein Wort und du bist auch ein Macher. Und ich glaube, bei den ganzen Clique. Wie schätzt du das in, wenn jetzt die heutige Jugend anguckst? Passiert da auch jetzt? Ist da auch noch Lust da, zum Zeug ausprobieren? Natürlich, jetzt Corona ist wirklich die Ausnahme, wo es alle miteinander ausbremsen. Aber wie schätzt du die heutige Jugend in? Ja, ist natürlich, wie du siehst, mit der Corona-Auszeit ist schwierig zum sagen, wie die heutige Jugend, erstens, die heutige Jugend, ich muss gerade schon lachen, ich kenne sie halt nicht mehr. Da. Wenn ich denke, bei der Feuerwehr kommt Junge dazu, dann denkst du, ey, wäre es anders, oder? Aber mir kommt vorher nicht mehr so, als wie es bei uns gewesen ist, weil es ist, ich weiß nicht, ist unsere Zeit aufwächer gewesen, oder hocken sie heute einfach lieber daheim und schauen die Insta, Facebook oder was und was alles, oder? Hat das natürlich bei uns da nicht gegeben, oder? Das ist gerade die Übergangszeit gewesen, wo man ein Handy gehabt hat, oder? Ja. Also das heißt, klar, diese Übergangszeit, du kannst dich jetzt wirklich beschäftigen, allein, da kommt 5 Stunden nach und du weißt zwar nicht, was du angeguckt hast oder was gesehen hast, aber 5 Stunden so drum und das ja. Vielfach täglich.
da haben wir natürlich schon auch, meine Generation ist anders gesehen. Aber ich denke, die ist auch in Ordnung, sie ist halt anders. Aber wie könnte man jetzt die jungen Leute da motivieren, zum sagen, du komm, nimm mal der jetzt hin, probiere das aus, weil das ist einfach, das ist der Wert. Ja, das ist natürlich schwierig. Ich weiß nicht, wenn ich denke, wir haben früher einen Treffpunkt gehabt, wo man sich getroffen hat, und dort hat man sich getroffen. Und heute schreiben zwei Schindler 20 Mal in der WhatsApp-Gruppe wie und was. Oder ja, was soll man noch? Und gleich zwei Stunden schreiben kannst du drauf. Es ist eh schon spät. Oder ich weiß es auch nicht. Man müsste dann, glaube ich, die Handys sind hier. Nein, also motivierend. Ich sage auch, wenn wir Veranstaltungen machen, sieht man halt wieder, ja, ab 18 noch. Ich denke, Herrgott, irgendwie. Wir sind auch froh gewesen, wenn wir 16-Jährige mitunter mit 50 eingeschlafen sind. Oder? Mhm. Und was soll jetzt heute tun? Es tut ja halt noch mehr zu und es gibt halt noch weniger, was auch nicht können. Also sind sie denn dort schon nicht so einfach, als wie es mir gehen? Nein, klar, das hat sich da wirklich, die bringen zur Waldgeschichte immer auch mit dem Wälderclubbing, die Erfahrung, wo man wirklich dann die letzten drei Jahre mit den Jungen gemacht haben, sie haben wirklich keine Möglichkeit mehr zu mir. Aber das ist schon so gewesen, die sind Richtung Veranstaltung gefahren, dann haben sie so mal auch geschrieben, bis wenn ich gesagt habe, sie gehen jetzt aber lieber Gebitze essen, und dann hört sie vor dem Haus umdrehen und dann kann man halt Gebitze essen. Oder? Ja, und was heute auch schwierig ist, wenn du eine Veranstaltung, das weißt du so gut wie, du hast die Übergangszeit, wenn du machst, die Anfangskasse sind, dass bis unter halbe Zehn noch niemand kommt. Jetzt kommen 10 Leute, die schreiben natürlich gleich ihre Gruppen, da ist noch nichts los. Mhm. Ja, ist natürlich klar, dann bleiben die nächsten 10 Jahre, da haben wir, wenn sie dann jetzt los sind. Oder? Also ich sage, das ist da wieder. Da bist du Katzenschwanz. Ja, mit sicher, weil anstatt das früher sind halt die ersten gekommen. Und die Nächsten haben gerne gewusst, dass nicht mehr dort sind, und dann hat das sich automatisch gefühlt. Und wenn heute auch nach einem 9 schreibt, da ist noch nichts los, dann kommt der Nächste um 10:30 anfangen. Das ist auch so ein Thema. Ja, du, das Spannende natürlich ist wirklich das, Nünge hat bei uns gut jetzt funktioniert, aber jetzt Abend um Nünge, wo man eher gewöhnt sind zum Vorgehen, sondern morgen um Nünge, auch zum Unterricht. Ja, das ist sowieso. Für einen Hase und für mich. Ja, ja. Aber es rentiert sich. Wisst ihr wieso? Weil Matthias hat mit dem einen wunderbaren Znünge hergekriegt, mit Winktrüblin und Eulen, und ich jetzt wirklich ein Lust auf einen Znünger. Und ich glaube, jetzt müssen wir eine kleine Pause machen. Ja, es wird Zeit. Als kleines Dankeschön gibt es auch für mir jetzt, aber nur für euch natürlich, für die Family. Ja, und zwar Dankeschön. Ein Päckchen, ein Geschenkchen von der Naturparkmetzgerei für Hitti Sau. Da haben wir ja auch wirklich gute Znüngersachen, ein paar gute Würstchen und Fleischwaren von der Naturparkmetzgerei. Das für machen euch, wir, Dankeschön. Ja. Also, und jetzt machen wir ein kleines Börsle und laut sich schmecken und melden uns gleich wieder. Jawohl. Drei Felsenbanken im Bregenzer Wald, die Vorarlberger Landesversicherung und die Wälderversicherung. Die haben gesagt, hey Dieter, wenn du mit Servus Dieters Wälderpodcast startest, das ist eine gute Idee. Das möchten wir unterstützen. Und für die Unterstützung sage ich jetzt vielen Dank dafür. Herz zum Schmüller, heute mit Uli Treu. Servus miteinander, da ist Uli Treu für Zündschnur oder Klärbler Bahnteufel, und da haben wir einen Text, wo wir als Liedke haben von Klärbler Bahnteufel, ganz ein tragisches. Das Klagelied einer künstlich besamten Kuh. Hast du die Seraphina, sechs Fiener, liest auch nicht ganz gefehlt, und bei der letzten Versammlung haben Kühe mit zur Sprecherin gewählt. Wo ist ärztlich die schwere Mager, das Zendere, wie uns alle rät, weil dort man meine Sachen wie früher halt machen, hat das Leben viel mehr Qualität. Sinn ist das allerdings besonders, es hat ganz tief uns berührt, der Bauer hat zu besonderer Zeit zum Stier auf ein Sprüngle uns geführt. Oh, hör, hör ich wieder ein Kälbli, bin stolz wie ein jedes Muttertier, bloß jetzt tut mich grämmen, ich muss mich fast schämmen, der Detta ist das mal kein Stier. Weil Kuh ist ein ganz geringes Männchen und gemerkt haben ja auch nicht grob viel, weil Spritzer und gümmige Händchen sind lustlos und fertig steril. Da denk ich voll nie gleich an Bürin, wenn's mir merkt mit Fingern so zart, die erlebt die Dinge viel schöner und ringer, auf der sie die altväterische Art. Drum Bure und Bure Vertreter, jetzt lose mir einmal genau an, ich mät mit dir ganz ähnlich reden, gerade nicht wie für Frau halt zum Mann. Sand Ele, was tätet ihr säge, wenn zu uns so ein Töchterli käm, mit der Spritze voll Glade gäng ich ins Gade und ü den das Geschäft übernehm? Und ganz gliebe günstig, den Weg gleich vorbei, das gefritt mit der künstlichen Besamarie.
Ein sehr guter Znüngel sind wirklich mit Eule und Schinken und einem Senf dazu und ein wunderbares Ecker-Hit. Das Wälderle haben wir singt, also ist doch, ich klinge am Morgen. Und das nehmen wir später. So ist es, das würde ich sagen. Nehmen wir auch später. Also nochmal danke. Und noch, ja. Ich hoffe, du hast ihn hergeredet oder müssen wir auch Marion ein Dankeschön sagen? Ja, ich glaube Marion auch ein bisschen. Marion müssen wir auch ein bisschen. Aber wir haben ja jetzt übrig gelassen. Ja, schön. Du, jetzt vielleicht ganz kurz noch in die Berufswelt. Du bist ja Kfz-Mechaniker, das Lingen auch der. Ja. Und das machst du, seit du die Lehre gemacht hast, oder? Ja, mehr oder minder. Ich hatte dann einmal 2 Jahre Pause, Kurvenmechaniker, 1,5 Jahr. Und was hast du heute auch? Hast du das ausprobiert? Ja, zuerst das erste halbe Jahr habe ich verschiedene Züge ausprobiert. Ja. Dann bin ich auf der Alp, da hat man das Wasser nicht gegraben, da bin ich im Sommer gesehen, ja. Und wunderschön gesehen. Und noch, ich bin zum Kollegen, hat da das 14. gekommen. Ja. Das BZ. Dort bin ich dann ein Jahr angestellt gewesen. Und ich habe das einmal getan. Dort bist du Barkeeper gewesen, sozusagen. Ja, hauptberuflich genau. Barkeeper. Ja. Und hat dir das gefallen? Ist das... Wunderbare Zeit gewesen, auf alle Fälle. Und dann nachher hat man mich dann aber schon wieder abgeworfen. Noch eine wieder Teilzeit zu lange oben am Fink angefangen. Ja. Und dann hat dann Sepp das 14. zugetan. Und dann bin ich wieder... zum Automechaniker wurde. Also bist du wieder den zurückgegangen. Ja. Also ist für dich Automechaniker ein Traumberuf oder wartet vielleicht nicht auf dich, wo du sagst, Herrgott, das darf ich nicht mal machen oder ja. Ausprobieren? Nein, also ich bin eben Mechaniker, ich habe meine Freude und ja, Traumberuf. Nein, ja nicht, eigentlich. Nichts direkt, wo ich sage, ich will nicht ändern und dass Chef noch nervös wird. Nein, nein, das passt gut. Vielleicht ganz kurz ein paar Sätze. Elektromobilität und den Autos. Wie siehst du es da? Das ist alle schwierige Diskussionen mit den Elektroautos. Sie kann, sie wollen einmal das kann. Und ja. Wir haben jetzt natürlich bei uns der Hybrid, oder, wo der Zusammenhang ist, wenn der Strom aus ist, hast du einen Benzinmotor. Ja. Und ich weiß dann nicht, wie man das machen will. Ja gut, heute gehen alle in Urlaub, haben 3 Göbel deren. Dann geht der Strom aus und dann kommt der MTC mit einem 200 PS Dieselaggregat, um wieder Strom zu machen. Wer weiß, ein anderer wird es anders sehen, aber ich sehe es halt so. Ja. Ja, ja gut, auf jeden Fall ist ein Wandel im Gange, das ist ganz klar. Jetzt wird man tun, ja. Denke ich, das, ja, aber da lassen wir uns einfach überraschen. Ja. Sagen. Man wird es dann auch machen. Ja. Matthias als Vater und Ehemann. Wie ist diese Rolle? Weil du bist jetzt da, ich weiß nicht, bist du verheiratet, da haben wir als Wissen, weißt du, Ring hast du mal gekonnt, aber das kann auch sein, Mechaniker. Ja, ich hätte wahrscheinlich, aber es ist da noch nicht so weit im Plan. Im Plan. Mit der blöden Corona kam ja heiraten. So ist es. Und ich habe gesagt, wenn ich heirate, ich kann nicht ein Leben lang Feste machen und eine kleine Hochzeit machen. Also das ist jetzt Corona, schon, wo der gut um ist, dass man gehörig Feste kann. Du willst sagen, das könnte man mit einem Osterbock nachher eine Mätig machen. Ah oh, ja, ja. Ja Gott, gut, also, das ist der billige Kuh, ja, das könnte man dann so machen. Ja. Du, Stunden trinken auf Matthias Hochzeit, ja. Ein Mätig bis Freitag, dann kannst du es 4 Tage machen. Dann müssten wir Göbel leiden. Ne, ja. Ja. Also, du bist ja schon Papa, du hast jetzt 2 wunderbare Kinder, die Hanna und Jonas. Ja. Haben dich schon kennengelernt. Und wie geht es dir in der Rolle? Ja, super, man muss sie halt die lieben. Ja. Am Anfang habe ich gedacht, ja gut, wo dann Jonas auf die Welt gekommen ist, ja, jetzt wird man dann halt da und da zurückstecken, dann gleich fester machen und so. Aber es ist gar kein Problem. Also, ja. Man ist für einen da, man kann doch fester machen. Jetzt habe ich den Vorteil, früher hat viel gesehen, du hast nicht kein Göbel, darum komme ich nicht. Jetzt kann ich sagen, ja, Göbel und komm. Also, du kommst trotzdem. Nein, gebe ich auch nicht mehr her. Und Vorbildwirkung, das ist glaube ich auch wichtig, wenn es um das geht, man verspricht irgendetwas, man geht meistens, wenn bei Veranstaltungen, wir hockst du am Gannerbeet, aber am 7., 8., wäre es auch noch frei, musst du vielmal vielleicht auch einen Ruck geben, denke ich. Oder ist das bei dir noch nicht so weit? Ja, jetzt haben wir eh schon eine lange Pause. Ich weiß nicht, wird das denn so cool? Ja, Künstler sind, dass man einen Ruck geben muss. Ich glaube, man muss allen miteinander bei uns einen Ruck geben, weil, wie gesagt, jetzt haben wir doch schon 2 Jahre Pause und ja. Ostern daheim sind ist auch schön, oder? Also natürlich denen, oder? Mit den Jungen und so und mit dem Osterbock bist du halt genau an Ostern rum, nicht daheim. Halt und ich sage, ich werde wahrscheinlich immer allen wieder einen Ruck geben, weil ich wäre auf
alle Fälle dafür. Wäre auch wieder motiviert nach der Zeit, wenn ich da durchstarte. Ja. Es ist wie, wo ich begonnen gesehen bin, einem Jösler, der gesagt, letztes Jahr Weihnachten zu Hause von Jösler. Das hat es ihm gerne nicht gegeben. Oder? Er hat gesagt, das sei schön gesehen. Ja, sowieso. Ich bin auch an Ostern daheim gehockt. Dann hat mich nicht gesagt, das juckt dich die ganze Zeit. Darum habe ich dann dort wieder ein Gewinnspiel gemacht und dann an Ostern beide Jahre irgendwie hat es da. Weil auf alle Fälle ist es schön, oder? Aber man hockt da und denkt, hey Gott, jetzt hat er die Lücke geholt, jetzt hat man das hier Spielraum lang und ja. Also der Gedanke, ich bin schon mal in Dolm gesehen, richtig, wirklich. Mal beim Suchen dann schon. So, Matthias, was hast du für Hobbys? Außer Veranstaltungen organisieren mit den Hasar-Pub-Jungs? Ja, eigentlich schon ein paar. Also viel gefischt bin ich hier. Ja. Also das ist doch nicht ganz gehen. Dann bei der Feuerwehr, dort haben wir jetzt zwar die letzten 3 Jahre wieder Wettkampfpause, sonst sind wir dort Wettkampftruppe. Ja. Ist natürlich auch eine super Zeit. Ja, und halt sonst ein bisschen wandern und hier und da ohne jagen, aber das ist jetzt die letzte Zeit nicht mehr so gewesen. Also hast du jagdmäßig, gehst du da mit oder hast du schon eine Jagdausbildung? Meistens fängt dann das an mit 50 plus, weil ich eh Midlife gewesen als XXL. Dann fahren sie jetzt mal mit dem grünen Schoppen, der Herr und der Jäger. Ja, das könnte auch sein. Nein, eigentlich habe ich versummt. Normal fährt man Wilder und dann fährt man jagen. Nein, das habe ich versummt. Nein, ich habe mal gerade mit ein paar Kollegen spontan dort die Jagdprüfung gemacht, weil ich bin junger mit Vati in der Stufseher gewesen, bin ich auch mit gejagen. Ja. Dann habe ich gesagt, komm, ich mache es jetzt. Neu bin ich dann eher mit auf Jagdreisen, also da habe ich einen Mitgang. Ist natürlich schon ein Erlebnis, aber jetzt die letzten 2 Jahre bin ich jagdlich. Also ich wette jetzt gar mal mehr tun, aber jetzt bin ich am Fischen. Ja, jetzt bist du mal am Fischen. Mit kleinem Fischen muss man anfangen. So jagen, ist es, oder? Ja. Ist gut, wenn der Vater Jagd auf sich ist, der gesehen ist, sieht der Bub gar gewildert, weil dann hättest du wieder ein paar Argumentationen gebraucht. Wahrscheinlich, ja, das könnte Sinn. Ja. Aber so wie die kennt, hätte man die Wille nicht verwischt. In der heutigen Zeit ist es schwierig. Ja. Da ist das Handy mit dir. Ja, genau. Und von diesen Hobbys, was ist deine große Leidenschaft? Hörst du jeder Ärzte, wo du sagst, das ist wirklich das taugt mir. Ja, also das ist, muss ich sagen, momentan das Fischen. Das Fischen. Also ich nehme da einen Jungen mit und der hat die Größte, der strahlt, wenn er sein Fischchen herzieht und du kommst schon ein bisschen raus. Oder? Heute hat man Stress, dort hat man Stress und wenn du beim Fischen bist, dort machst du hoffentlich selbst keinen Stress. Weil dort hockst du und kannst abschalten. Also es geht ums Abschalten. Ja. Einfach da kannst du Energie holen und klingt Nase an und der Fisch beißt oder der beißt nicht. So ist es. Oder ob ich jetzt da am Fisch fange, schön ist es, wenn du da am fangst, aber wenn du den Korn fangst, oder wenn ich sage, wenn du dann vor mir in See ruhig gehst fischen, ob du jetzt dort ohne Fisch hochkommst, die Aussicht da dumm und alles, das ist natürlich wunderbar. Also ist einfach das zu tun. Ja. Also das ist ja das Spannende, ob du jetzt, ja, du bist jetzt einer von der jüngeren Generation, aber mit den älteren Menschen, wo ich schon das Jüngere das machen können, das ist einfach, die Natur gibt extrem viel Energie her. Ob das Evelin ist, die geht im Bodensee raus, oder du gehst jetzt gegen Fischen, also jeder nimmt seine Kraft in der Natur in erster Linie. Also nicht irgendwo im Festspielhaus oder auf einem Zeltfest, wo man sagt, ich habe dort die Energie, dort kann ich abschalten, sondern dort gibt man vielleicht Gas. Ja, ganz ehrlich, die Energie her ist, aber am nächsten Tag dann nicht mehr. Da hast du noch kein Hybridmodell. Ja, also ja. Wie bei Toyota. Ja, ich habe auch schon probiert, zum Friseur verschalten, aber es tut dann nicht reden. Jetzt, Matthias, ein paar persönliche Fragen. Was hast du jetzt im Leben schon verlebt, wo du gesagt hast, das möchte ich nicht mehr nochmal verleben? Hat das schon irgendwie so Aktionen gegeben, wo du sagst, brauche ich nicht mehr nochmal? Ja, also in den Reaktionen hat es viel gegeben, aber ich kann gerne genau sagen, will ich das ja erzählen darf und will ich nicht. Nein, also. Ja, man. Halt, ist das auch ein wo wenn man sagt, halt, das nächste Mal lassen wir man das auch anders machen? Oder auf alle Fälle, ja. Dann hat das schockiert, ja. Weißt du, es gibt auch Leute, die das nicht haben, die sagen, du, ich habe noch gar nichts verlebt, wo ich sage, ich werde es nicht mehr nochmal machen. Aber es gibt auch wieder Ruhe, die sagen, wenn es genau die Situation genau gleich ist, da fällt mir alles starten, wenn es Konrad von 70 fällt, wo man dieses Schlittihundenrennen geht. Ja. Und dann ist das abgesehen worden, aber das Fest ist dann gleich gesehen und danach haben wir dann auch keinen Schlittenhund dann auf der Bühne gehabt, sondern eine Schlittenhündin. Ja. Ist dann danach um 3 hoch und war ein Spektakel, hat ein bisschen auch ein Nachspiel gehabt, im politischen so wie der Fall. Ja, ja, ja. Und wenn die Situation genau wieder gleich wie sie gesehen ist, ich tue es nochmal. Ja, so ist es. Es gibt so manche Geschichten.
Wie geht der Matthias mit dem Glauben um? Ich meine, wir sind ja sehr, sehr, sagen wir so, religiös im ländlichen Gebiet. Ist das für dich auch ein Thema oder was hast du da für einen Zugang? Ja, was soll ich sagen? Wir sind jetzt einmal beide getauft und ja. Ich bin auch nicht dabei. Glauben, ja, man glaubt ja nicht alle, die stehen drauf, wenn es Herz irgendwas gibt oder wenn Hex am Baum ist. Oder? Mhm. Aber ja, ich täte jetzt lügen, wenn ich sage, ich wäre der, der jetzt mit der Kirche springt. Oder? Ich glaube, das mit der Kirche definieren, ich bin gläubig, wenn ich in die Kirche gegangen bin, nicht in die Kirche gegangen, bin nicht gläubig. Das ist, ich glaube, jetzt Thema, weil das hat sich wirklich auch verändert. Das geht halt wirklich Glauben an ein höheres Wesen oder ich weiß es so. Er stemmt nicht einmal nachgesonnen. Nein, also ja, dort bin ich jetzt nicht so in mich gegangen. Ich habe bloß bei ein paar Leuten das Gefühl, die wissen, dass sie kein Namen auf die Welt. Weil die sagen alle, ich nicht den Wil, ich gehe nicht mit. No, ich denke, wen haben sie denn den Wil? Halt? Ich weiß auch nicht. Oder, wie man sieht, das, was du heute tust, kannst du morgen nicht mehr tun. Wir haben viel Söchtung. Und wenn ich denke, viele sind daheim gucken, denke ich alle, ich weiß nicht, wie sind die mehr als wie? Tun sie im nächsten Leben das oder auf Gewalten sein? Halt. Was auch nicht sicher, was ich sagen soll. Das könnte vielleicht das Ding, dass er sagt, ja, vielleicht kommen sie noch, musst du mal fragen, kommst du noch mal auf die Welt? Wenn ja, vielleicht tut das denn, vielleicht tut das denn der Will. Wenn ich dem Lehrbeiter Will herstelle. Ja. Ja, das ist sicher auch ein spannender Ansatz, das zu tun. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Typussache. Und viele Täter gehen, aber müssen sie irgendwie den Ruck gehen oder brauchen Gespäne dazu, oder zum irgendwie auf den Weg gehen. Matthias und Bücher, tust du lesen? Ha, also. Hast du in der Schule gesehen, der ist lange nicht mehr? Also, ich habe jetzt ganz, ganz wenig, den kann ich fast aufzählen. Literatur? Nein, kenne ich schon, seit habe ich gelesen, ist ganz interessant gesehen, oder? Wenn wir voll vom Wilderle gehen, oder? Ja. Und so kleine Dinge. Aber sonst überlasse ich das meiner, den ich liest viel zu gehen. Weil, ich glaube, da kommst du in eine eigene Welt rein. Also du kannst dir Gedanken machen, das ist schon beim Podcast so, wenn du einen Podcast lässt und du kein Bild hast, du kannst dir, wenn der Mensch jetzt nicht kennst, wo man redet, aber du kannst dir ein eigenes Bild daraus machen. Und darum ist das auch beim Lesen so. Du tauschst dann in diese Welt Dinge. Ne? Also das heißt, die reelle Welt ist dir lieber, wo du selbst ansetzt und dann... Ja. Oder süß, das kann ich überlegen, dann ist mir lieber ein Hörbuch. Ja. Aber das tust du so mit Hörbüchern? Nicht viel mehr, aber ich habe es auch schon getan. Ja. Das ist schon, Hörbuch oder Podcast sind eigentlich fast das Gleiche. Ja. Ich bin auch eher der Hörende, ich bin auch so der Lesende. Und ich habe seit einem Jahr wirklich angefangen, die Themen, die mich interessieren, zum lesen. Gell, dem Autofahrer ist das wunderbar. Ja. Statt alle halbe Stunde Corona-Nachrichten lesen. Ja, das stimmt, ja. Matthias, es ist echt total spannend gewesen, zum bei dir zu singen und vor allem jetzt für mich als Vorderwälder, wenn ich da um mich gucke, liegen noch sie. Vielleicht abschließend, bevor wir zum Finale kommen, vom Znünger Reas, wie ist das? Früher war es so, also was durch einen Graben getrennt wurde, es sollte wieder zusammengebracht werden, die Rivalität Vorderwald, Hürderwald, oder ich sage jetzt Hürderwald, Mittelwald, Großdörfer mit Lingenauen. Ich meine, da hat man ja früher hat man ja Rivalkämpfe gehabt. Wenn einer rumgekommen ist, eine Frau erobern zu Stubert, ja. Der ist meistens mit einem blauen Auge oder mit einem Portschuh hochgegangen. Also das war ja richtig, richtig scharf, also so habe ich jetzt gehört. Wie schätzt du das in? War es wirklich so oder sind das nur Gerüchte? Nein, dort habe ich eine Geschichte dazu. Ich bin einmal zu Wilken rum im Spital gelegen. Und das ist, glaube ich, vor dem zweiten Bobby-Karinner gewesen. Und dann habe ich vorne, wo man die Tafel, wo man aufhängt, danke, und hat die Kärtchen, habe ich an den Bobby-Karinner ruhig gehängt. Oder? Also ein paar Bobby-Karinner. Und dann am gleichen Tag kommt mal der Doktor rein, ob da der vom Hasar-Pub bleibt. Und ich, ja, wieso? Ha, das muss ich schon sagen. Er ist da einmal auf Hasar-Pub festgekommen, oder? Als Lernenauer. Und dann ist schon fast Alarm gekostet. Und dann haben wir so nicht abgewatscht und hochgeöcht. Ja. Und dann bin ich da angelegt, denke ich, jawohl. Und dann sage ich, ja, aber mich jetzt anders behandelt. Dann hat er gelacht, nein, es sieht doch schon ewig her. Oder? Ja. Also da, früher ist es dann schon eher auf das ausgelaufen, wenn dann ein paar Lernen noch angekommen sind, wo ich sagen muss, heute kein Ding mehr. Oder? Ich kann ja nicht zu Lernen noch arbeiten und mit den Lernen noch an den Streiten. Aber bei den ersten Festen hat man es doch gemerkt, wenn die Lernen noch angekommen sind, dann hat man schon angefangen aneinander anzuzählen und dann hat es dann halt... Ja, aber es ist halt ein bisschen so eine, was heißt, eine Rivalität, aber man nimmt das jetzt ein bisschen auf eine lockerere Art, oder? Ja. Erst einmal foppert man dann auch, denke ich, oder? Ja. Aber früher ist es wirklich so gewesen, also ich, wenn ich glaube, bei 30, ich glaube,
Schwarzer Gott hat mir das einmal erzählt unter Mariken, also den zerstobenen dummer ist, also das waren wirklich, da musst du auch nicht dummer fahren. Ich glaube, das sind die alten Sorgier, dass wir da also nicht weiter hätten, das hätte übernehmen, ich weiß nicht. Aber wir, müssen unsere, so. Wir müssen unsere Schmelke verteidigen, so den kann gar nicht umübergraben. Ja. Ja, schön. Du, jetzt sind wir vom Graben weg und zwar zum Schluss von jedem Podcast machen wir so einen Welterrap. Einfach hier ein paar Fragen vorbereitet, stegreifmäßig. Ich bin gespannt und freue mich auf deine Antworten. Bist du grüßt? Ich bin grüßt, ja. Wenn ich richtig genervt bin, dann? Liege aufs Cannabis. Und lass es über dich ergehen. So ist es, ja. Mein Lieblingsort zum Abschalten ist? Das Wasser. Glück ist für mich, wenn? Wenn es so weiterläuft. Ein bewegter Moment für mich war? Ja, wo Jonas auf die Welt gekommen ist, wo Hanna auf die Welt gekommen ist. Wo wir den goldenen Helm gewonnen haben. Ja. Das sind so die Momente, wo sehr tief gehen. Auf alle Fälle. Jetzt kommt eine gute Frage. Wenn ich Ecker Bürgermeister wäre, dann würde ich? Das Auto stehen lassen. Alter, wenn du dich selber, wo du 18 Jahre alt warst, treffen würdest, was für zwei Ratschläge hättest du für dich? Bleib noch ein bisschen länger und dann ein bisschen wilder. Also hättest du dort eine Reservenkette in dem Fall, ja? Alle doch. Alle. So, zum Abschlussfrage. Ich möchte noch unbedingt. Ich bin ja unschluss glücklich. Nein, was ich noch unbedingt in meinem Leben wette, ist, ob ich dann mal gesund weiterlebe und hoffe, dass Göbel auch gesund bleibt. Und ein genaues Ziel habe ich eigentlich in meinem Leben. Nein. Wo ich sage, das will ich jetzt unbedingt nicht tun. Ja. Da lässt du es auf die Zukunft. Ja, so ist es. Wunderbar, ich glaube, das sind noch wunderbare Abschlussworte. Matthias, danke schön für das, dass ich bei dir Signatur. Bleib so, wie du bist. Und wie gesagt, das, was jetzt, wo du 18 nicht gesehen wirst, versummt hast, vielleicht gibt es dir auch nicht dran die Gelegenheit, das noch zum Aufholen. Und wenn ich alles aufhole, ich glaube, du hast schon so viel verlebt, da können sich manche Menschen eine Scheibe abschneiden. Ja. So. Danke für das, dass ich da Signatur und wünsche eine schöne Zeit. Ja, sehr gerne, danke schön. Und gut, hoffe, man trifft ihn hier und da wieder einmal an, wenn wir ein Fest machen. So machen wir. Matthias, für dich, servus. Vielen Dank, servus. Also ist der Fang echt cool, wie viel Servus die das Wälder Podcast lauset und schon abonniert haben. Es gibt aber noch viele, die nichts von dem wissen, dass es diese Podcast-Sendungen gibt und darum hätte ich eine Bitte an euch. Könnt ihr das einfach euren Bekannten, Verwandten und natürlich euren Kollegen weiter empfehlen und sagen, du lauset, da gibt es immer coole Geschichten von spannender und besonderer Persönlichkeit der Ossenberger Zerwald und das abonnieren. Kostet also mit dann auch nichts, ist alles for free. Ihr könnt das bei Spotify machen, bei Google oder bei Apple Podcasts oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Dort sind auch alle Geschichten natürlich da. Das Abonnieren, den kriegt ihr immer regelmäßig Informationen, wenn die neue Episode fertig ist und die Sendung online gestellt ist. Ich freue mich schon fest drauf. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Dieter.